Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde zu Vapo. Ja, erstmal kurz in die Statistiken gehen. Hier gibt es nämlich einen kleinen Fehler. Wir haben schon alle Secrets gefunden. Jedenfalls laut Steam habe ich schon das Achievement für alle Secrets gekriegt. Außerdem haben wir ja auf allen Ebenen das Zeug. Dafür fehlt mir eine Note, die ich nicht gelesen habe. Also natürlich die hier und noch eine. Lesen wir aber die hier erstmal. That worm Marcus is causing ruckus down there on the lower floors. I can sense him. He must have stolen one of the leftover exo rigs to bypass my defenses to get that far. What is it that he wants to achieve? Come home with his warm hands open wide to console his poor wife, to take care of his little daughter? Obedient fool! He can never match my power. He will get to understand that soon. Ja, und das waren auch Valora alle. Lisa Teller, wir haben alle Notes durch. Außer es gibt noch irgendeine versteckte, aber das müsste laut Statistik jetzt alles gewesen sein. Ja. Irgendwas stimmt da nicht ganz. Naja, gut. Ich hoffe mal, das Steven Achievement hat trotzdem getriggert. Okay, wir haben Sophies Teddybären, den wir jetzt bei ihr abliefern wollen. Und dann kriegen wir hoffentlich das Gerät von ihr, was wir brauchen, um in den Aufzug zu kommen. Genau, in den Aufzug hier. I need to use a charged up abrogator to destroy the barrier. Ja. Dafür müssen wir erstmal hier runter. Wieder zu Sophie. So. Und wahrscheinlich hier einen Teddybären wieder beschrieben. Dorthin tun. Und wir kriegen tatsächlich von ihr den Abrogator. Use it just like a key to destroy a fumin-powered barrier. Needs to be fully charged in order to work. Automatically charges up from destroyed enemies. Thank you, my little mermaid. Okay, er scheint schon mal voll zu sein. Also können wir damit ohne Probleme die Barrier zerstören. Jedenfalls nehme ich das aus der Anzeige da oben. I need to use a charged up abrogator to destroy the barrier. So, und jetzt ist er leer. Da kann ich ihn nicht reinpacken, leider. Ja, ein paar Sachen loswerden aus dem Inventar, die wir nicht unbedingt brauchen. Dass wir den schneller zur Hand haben. So. Und dann wollen wir mal nach oben fahren. Das sieht interessant aus. Das sieht schon mal so aus, als ob da noch mehr Barrieren auf uns warten. Okay. Die Wiedervereinigung, ist das da, Laura? Is it you? What a reunion, huh? Pity it all ends here. I must admit, Marcus, your determination is commendable. Too bad it has only led to your doom. To me, again. What has become of you? You killed them all. Ah, those useless worms? They misbehaved. So yes, I killed them. And I will kill you too.
Ach du meine Güte. Sie lasert? Und schickt mir böses Viehzeug auf den Hals. Okay, böses Viehzeug, was nicht so leicht sterben will. Gut, zwei sind tot. Oh, Säure. Ich brauche nicht verschwenderisch mit der Munition sein. Ich muss nur aufpassen, dass die mich nicht in die Ecke drängen. Ja, scheinbar muss ich den Abrogator abchargen. Du musst zuerst weg. Oh. Zwei von der Sorte. Solange es immer nur drei Gegner sind und ich nicht gerade in den Laser reinstehe. Okay. Gut, damit scheine ich den Generator ausschalten zu können. Das ging daneben. Ich habe zum Glück sehr viele Reparaturkits. Wie nett. Au. Was spawnt jetzt? Oh Gott, Schrotflinte. Okay, du musst zuerst sterben. Oh, das ist jetzt zu viel des Guten. Genau, lass mich raus hier. Noch geht's. Gut, der ist jetzt wieder geladen. That little rig of yours won't help you. An absolute piece of junk. Is no match for my power. Oh, es sind jetzt zwei Laser, gut. Das wird jetzt langsam doch ein bisschen gefährlich. Ja, Gifte ruhig. Oh, es ist ein neuer gespawnt. Hm. Ja, ich trick's dich aus, Edge.
Da ist aber noch der andere. Oh, Laser. Nicht so gut. Oh, yeah. Ich sollte mal auf die andere Seite des Raums rennen. Wow, das war ein schöner Quit. Wieder Säure. Ah, dann einfach mal mitten durch. Ein kleiner Krabbler, der ist nicht so wild. Das war wieder ein... Na, von den Großen. So. Oh, cool. Tod durch Block. Warum habe ich allerdings das Gefühl, dass das nicht alles war? Oh, Laser. Nee, es werden noch nicht mehr. Ich will ja nichts sagen, aber die Musik geht mir langsam auf die Nerven. Ah, jetzt sind es wieder zwei von denen. Das war das Vieh. Da hinten ist noch eins. Es ist auf jeden Fall schön, öfter treffen zu können. Au. Und es ist schön, so tough zu sein. Und so hohe Resistenzen zu haben. Where is Sophie? I thought you were going to tell me. There's no way you could survive all of my traps and minions without help. That little devil, she still loves you. What did you do to her? To her? Nothing. To you, I'll introduce you to the real potential of Fumium. Okay, Phase 2. Ausch. Okay, sie ist pissed. Sie ist pissed und sie hält was aus. Okay, abartig, wie viel sie aushält. Ich muss erstmal ihre Minions aus dem Weg räumen. Das ist viel zu stark. Ja. Weg mit dir. Ruhig ein bisschen aggressiver sein. Weil wir haben ja mehr als genug Repair Kits. Ich muss nur aufpassen, dass sie uns nicht zu viel Leben absaugt. Annoying, Marcus.
stop this pathetic display and die already. Nein, habe ich keine Lust drauf. Jetzt erstmal den Bot loswerden. Und aufpassen, dass sie uns nicht aussaugt. So wie jetzt. Stirb. Wow, und lass mich hier weg. Ihren Handlanger da finde ich jetzt gerade nicht so gut. So, der ist zum Glück weg. Ich muss mich doch mal heilen. So. Wenn sie aufhören würde, sich so ekelhaft zu porten. Und ihr am Eisshit aufhören würde. Genau, das nervt mich jetzt gerade total. Du nervst mich auch total. Ja, deine Eisbarrikaden, die können auch nerven. I should have made sure you drowned in the sea. Proving to be a bigger problem than expected. Du bist hier das Problem, Laura, nicht ich. Das Problem ist nämlich, dass du nicht sterben willst. Und dass ich durch deine Hampelmänner kein Fumium bekomme. Weg mit dir. Das war der falsche Knopf. Den wollte ich eigentlich drücken. Dass ich noch schneller zuschlagen kann. So. Oh, jetzt. Jetzt gehen wir in die Phase über, wo es nämlich benebelt macht. Solange sie aufhört, Sachen zu beschwören, soll mir das gerade recht sein. Is there nothing human left in you? Human? What does it mean anyway? I'm fed up with this. I'm going to tear you apart now. Ach du meine Güte. Das ist hier stinkig. Au.
Zum Glück hat die Teleporter-Scheiße aufgehört. Edge. Ich kann ziemlich gut blocken, weißt du? Nur das nicht. Aber ja, solange sie das macht, ist sie eigentlich harmlos. Kann ich eben so gut hier stehen bleiben und sie die ganze Zeit schlagen. Muss nur aufpassen, weil ich mich gleich heilen muss. Jetzt zum Beispiel. What is happening? This is not possible. Ja, ich mach dich gerade kaputt. So, jetzt sollte ich ein bisschen mehr Acht geben. Weil mein Health Pack braucht noch eine Weile, bis es wieder aktiv ist. Deswegen schießen wir mal ein bisschen auf sie. Au. Edge. So, okay, mir den Rest. Tja, Laura, das war's für dich. I can't believe what I've just done. But finally it's over. Now I need to find Sophie. Yeah, Outro-Szene. I found her very quickly. She was following the whole fight from hiding. As soon as Laura was dead and the battle ended, she ran into my arms. Not shaken or frightened, but confident and content with the result. Poor thing. So cold and pale. She must have been in shock. How will she ever forgive me for what I had to do? As we emerged from the tower, I couldn't hold on to it anymore. The feeling of guilt washed all over me. I'm sorry, Sophie. I had to do it. It wasn't her anymore. That's all right. She had to go. She wasn't useful anymore. I am strong enough now. What? I don't understand. You never did. Heilige Scheiße. Das Ending. Wir haben jetzt gerade den Teufel freigelassen, oder was? Also ich kann es mir ziemlich gut vorstellen, dass Laura zu viel am Fumiumkern rumgeschnüffelt hat, mehr oder weniger. Um es mal komisch auszudrücken, aber ja. Dadurch hat Sophie wahrscheinlich viel zu viel von dem Fumium abgekriegt und vor allem diese komischen Stimmen, die der Tontechniker da, also der Audiotechniker, der Sonartechniker gehört hat, wahrscheinlich aufgenommen und ist jetzt sozusagen eine Art Fumium. Wie soll ich das sagen? Fumium Samariter klingt irgendwie falsch. Fumium Gesandter, Teufel, was auch immer geworden. Und sie hat gerade wahrscheinlich Markus ins Nirvana befördert. Ja gut, ich würde sagen, fassen wir das Ganze mal zusammen. Ich habe es jetzt ziemlich schnell eigentlich durch das Spiel, also es war nicht lang, muss ich sagen. Edge of Grimrock zum Beispiel war doch ein bisschen länger. Vor allem, weil es viel mehr knackige Rätsel gab und viel mehr Secrets, aber das war
jetzt nicht so schlimm. Und ich habe ja natürlich auch angefangen, einfach die Sequels nachzugucken. Ich fand es im Großen und Ganzen ein ziemlich cooles Spiel, ehrlich gesagt. Hey, cool! Ein Special Thanks an Almost Human. Das sind die Entwickler von Legend of Grimrock. Um es mal kurz noch dazwischen zu schieben. Keine Special Thanks an mich. Naja, okay. Will nicht gierig sein, aber manche Indie-Entwickler haben es nun mal, dass sie sich auch bei den Leuten bedanken, die das Spiel kaufen. So, was sagt das Axpedia? Also ja, ganz kurz in Saxpedia, wir haben noch eine Sache nicht geunlockt. Das wird wahrscheinlich die Flammenwerfer-Turret sein, also der Flamethrower. Den haben wir einfach nur wieder runtergeschoben. Wir haben Lore freigeschalten. Durability Rating 10, Damage Rating 10. 10 Scene. Ja, das will ich nicht alles vorlesen. Ich will lieber zum Punkt kommen. Im Großen und Ganzen fand ich das Spiel richtig cool, ehrlich gesagt. Ja, ich habe mir gerade die Worte überlegen müssen. Also das Setting hat mich richtig angesprochen, dieses Steampunk-mäßige. Auch wenn das jetzt mit dem Fumium wieder ein bisschen mehr Sci-Fi war. Oder Cyberpunk halt. Aber im Großen und Ganzen war es noch mehr Steampunk, so ähnlich wie bei Bioshock. Es hatte sogar ziemlich Ähnlichkeit teilweise mit Bioshock, also was die Umgebung und so anging. Und auch die Sache mit Sophie und dem Golem. Big Daddy und Little Sister. Aber ja, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, mal einen Dungeon Crawler in so einem Setting durchzuspielen. Ich mag Dungeon Crawler eigentlich allgemein. Ja, Vorausblick für die nächste... Fürs nächste Wochenendprojekt kann ich jetzt leider noch gar nicht sagen, was ich als nächstes spielen möchte. Da muss ich mal gut drüber nachdenken. Es sollte auf jeden Fall mal kein Dungeon Crawler sein, da ich jetzt auch bei Legend of Grimrock, Labyrinth of Lies bald durch sein müsste und ich jetzt mit Dungeon Crawler übersättigt bin. Auch wenn ich noch einen Dungeon Crawler hätte, den ich ja mal vorgestellt habe. Mal sehen. Irgendwas Schnelles, Einfaches, Knackiges vielleicht. Irgendein Jump'n'Run von mir aus. Das wäre mal nicht schlecht, ja. Irgendwas Jump'n'Run-mäßiges. Muss ich mal gucken, was ich da so auf Lager habe. Also ja, gut. Im Großen und Ganzen bedanke ich mich bei meinen Zuschauern, für die, dass sie diesem Projekt wieder zugeschaut haben. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Ja. Bis dann. Und danke. Und natürlich auch mal bei anderen Projekten, habe ich ganz vergessen. Also, macht's gut.